Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, wir sind hier im Schattenabteil des Tempels. Beziehungsweise Höhlenheiligtum, genau so heißt das Ding hier. Und wir haben hier den Weg freigesprengt, deswegen geht's jetzt hier weiter. Und wenn wir jetzt die letzten Folgen so Probleme gehabt haben, den Weg zu finden, jetzt fluppt es hier. Es fluppt so langsam. Oh, ich würde mich gerne hier draufstellen. Oh. Das scheint mir nicht sehr einladend. Wieso dreht sich das so schnell? Das ist gemein. Ich glaube, das wäre Selbstmord. Deswegen gehe ich jetzt lieber mal hier lang. Verzeihung bitte. So, springen wir hier ran, klettern hier hoch. Beziehungsweise springklettern hier hoch. Aha. Seht ihr? War doch gar keine so blöde Idee. Ach, geht doch. Es stoppt. Nein, es geht in die andere Richtung. Hui! Coole Sache. Saucoole Sache. Ach, man kann auch von hier aus runter jumpen. Oh, cool. Hallo Zombos. Bock. Hm, dann halt nicht. Ja! 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 Dreh dich! Treidel! Und stirb. Yeah. Alrighty then. Oh, hier kommt's nicht vorbei. Das war die Obelix-Gedächtnisschelle. Und tschüss. Nein, der Schattenkristall. Ach, da ist er doch. Ah. Ich dachte schon. Ich dachte schon, er wäre verloren. Schnüff. Aber nö. Haben wir noch bekommen. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, dass sich das Ding tatsächlich in die andere Richtung dreht. Aber egal. Njung. Njung. Ups. Loslassen. Jetzt müssen wir halt wieder. Ah! Oh. Ah, hab ich schon gedacht. Müssen wir halt wieder hier die andere Richtung aktivieren. So. Jupp. Jupp. Also die Sprache von Link, die soll mal einer verstehen. Wie sich das dann wohl anhört, wenn er irgendwie Zelda seine Liebe gesteht oder so. Er sagt dann nicht, ich liebe dich, sondern... Ach ja, ich mag es. Kann man sich so wunderschön drüber lustig machen. Das ist ein Spinnfaden. Ein großer, langer Spinnfaden. Sieht jedenfalls danach aus. Hier ist alles voller Knochen. Okay, ich weiß, die Wii, die war ja damals einfach nur ein leicht übertakteter Gamecube mit Bewegungssteuerung. Deswegen sieht man das vielleicht nicht ganz so gut, aber... Man hört es auch. Knack, 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 knack. Diese platte Textur, das sind alles Knochen. Alles Skelette hier. Sieht richtig gespenstisch aus. Aktivieren wir das mal eben. Ah, moin moin. Okay, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ich würde mal vermuten, dass wir in diesen Faden ziehen müssen. Hm. Ich kletter mal dran hoch, ne? Miep! Da! Wie wär's denn mit schneller klettern? Link! Link! Schneller!
Grabschen verboten. Dreckige Zombie-Schwein. Gobbeldinger. Lass mich zum Licht. Uiuiui. Doch, da sind wir jetzt ganz weit oben. Und wir haben wieder was zum Lesen. Bewege die Statue zurück und klettere am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Okay, das hätte ich mir jetzt fast gedacht. Oh, hier kann man speichern. Das finde ich wundertoll. So, Session beendet, Video vorbei. Nein, Quatsch. Nicht nach 5 Minuten. Eventuell gibt es ja noch einen... Gibt es ja hier noch einen Boss, den wir erlegen müssen. Denn großer Schlüssel bedeutet nicht nur große Verantwortung, sondern auch ein Boss. Ein Bossraum. Den gab es ja eigentlich immer. Ting, ting. Und wieder hoch damit. Da lächelt er. So. Aber ich... Ach ja, hier war das ja. Herabhängen und whee! Können wir die jetzt alle nach unten kaputt rutschen? Oh, wie die Musik sich drastisch verändert. Es war so voll die die coole Mucke und da so richtig gut. Okay, schade, dass man das hier nicht wegkriegt. Aber da oben habe ich gesehen, sind ja auch noch so, ja, ich nenne es jetzt mal Löcher. Das ist nämlich auch so ein Gesicht, was ich erstmal gar nicht realisiert habe hier. Vielleicht ist da ja noch was anderes versteckt. Oh, 5er. Oh, ein paar Herzen. Blub, blub, blub. Und noch ein 5er. Ja gut, kann man ja mal mitnehmen. Ich glaube, unsere Geldbörse fasst ja mittlerweile 1000. 1000 Rubine. So, und da war auch schon den großen Schlüssel. Yeah. Da, da, da. Du hast den gesegneten Schlüssel erhalten. Diese Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Statue im oberen Stockwerk. Tatsache. Sieht auch aus wie so ein Buddha. Wow. Was? Geht weg. Geht weg. Lass mich vorbei. Und jetzt werde zermatscht. Danke. Oh Gott. Alle tot. Alle zerdrückt. Gut, Leute. Dann wollen wir uns mal hochbeamen. Direkt zum großen Schlüsselloch. Ich hoffe, dass der Boss nicht ganz so nervig wird. Na komm. Untersuchen. So. Greifen. Ah, wie war das nochmal? Ah, okay. Fast. Ne, ich lass mal los. Sonst verdrehe ich mein Handgelenk hier. Aber übelst. So. Jetzt muss man eigentlich nur noch drehen, ne? Das passt aber nicht ganz. Das passt doch gar nicht. Oder bin ich jetzt voll doof? Es muss doch komplett ausgefüllt sein, oder spinne ich jetzt? Achso, man muss das so rumdrehen. Na, ich hab's fast. Und tschüss. Reinschieben. Zack. Eine wunderschöne Blume.
Oh yeah. So. Dann hoch die Treppe. Ich bin sehr gespannt, gegen was für eine Monstrosität wir diesmal kämpfen müssen. Jetzt würde mich wundern, wenn jetzt hier kein Boss käme. Ganz ehrlich. So, gehen wir mal hier. So, einmal so rum. So. Da lächelt er. Ah, der steigt sich jetzt noch weiter hoch. Okay. Na dann. So, sammeln wir hier erstmal alles ein. Wobei, Herzen haben wir ja alle. Das sind wir am Maximum. Und hier können wir nochmal speichern. Das tue ich dann auch mal. Besser ist das. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Oh. Du bist ziemlich hartnäckig. Ich benötige meine kostbare Zeit, um einen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so lästiges Getier wie du. Das schlägt mir doch ein wenig auf die Stimmung. Der Pott ist unser Boss. Oh Gott. Awesome. Artefakt der Finsternis. Da-Ilum. Okay. Übertreib halt, Girem. Übertreib. Ich versteck mich hier. Du siehst mich nicht, okay? Boah, du Drecksack. Du Drecksack. Nein! Warte. Ja. Nicht so schnell. Ah, verdammt nochmal. Oh ja. Zack. Drehen wir ihm das Ärmchen ab. Warte mal, kann man das jetzt aufheben und dem die Fresse hauen? Nein, kann man nicht. Ah. Ich will einfach nur laufen. Ja. Ja, komm. Ah, verdammt. Nee. Wie wäre es denn, wenn er dein Ärmchen jetzt mal wieder... So, zack, zack, abgedreht. Okay, jetzt müssen wir wieder... Was macht er? Der wirft die Scheiße hier. Macht er das immer eine bestimmte... Wow. Macht er das immer eine bestimmte Anzahl an... Versuchen, oder... Kann man das irgendwie provozieren, dass er die... Dass er die Arme schlägt. Also, dass er damit schlägt. Okay, jetzt sind die Arme komplett ab. So, die Frage, macht er das? Nee, gar nicht. Okay, mit denen kann er gar nicht. Mit denen schlägt er nur so zu. Rasten wir jetzt mal richtig aus. Okay, nächste Phase. Vier Arme muss man ihm abdrehen mit der Peitsche. Und dann muss man an ihn ran. Ich hab da ausgewichen. Was soll das denn? So, der erste Arm ist ab. Ja, man kann es tatsächlich provozieren. Der zweite Arm ist ab.
Ach, Menno! Mann, ich drück doch im richtigen Moment. Was soll das denn? Ja, ist klar. Hat deinen Mund, ey. Halt so. So, jetzt ist es mir egal, was der macht. Okay, er wirft die Kacke wieder. Hier ist keine Heilung. Willst du mich flachsen? Okay, dann müssen wir jetzt übelst aufpassen. Jetzt muss man eben alle sechs Arme abdrehen. Sechs Arme. Ja, raste aus, Kollege. Ist richtig. Ja, klar. Nothing to do here anymore. Ich gehe dann mal nach Hause. Was so? Au! Du Arsch! Oh! Oh! Schwert! Schwert! Großes Schwert! Können wir jetzt noch was mitmachen? Wollen wir jetzt... Keine Ahnung, was soll ich damit machen? Okay. Batz! Na komm! Komm her! Roms! Roms! Ein Arm hat er noch. Roms! Und jetzt der Kopf. Was tut er? Er haut sich den Kopf an. Zack, die Beine. Klong! Klong! Stirb! Stirb! Stirb weiter! Ist er tot? Was? Der hat noch eine Phase! Ah, ich wieder weg. Er rastet aus. Er rastet vollkommen aus. Aber er rastet wunderbar aus, dass wir uns eventuell ein bisschen heilen können. Wo kommen die Gobbos her? Fuck, ey. Okay, die Gobbos, die würde ich jetzt gerne missachten. Die würde ich echt gerne missachten. Boah. Mach doch. Was zum Teufel? Du hast doch da dran geschlagen. Boah. Okay, komm her. Erstmal kannst du noch wegbleiben. Komm's. Man kann ihm die auch so abhauen. Aber nicht, wenn er so rumwirbelt. Na komm. Hau zu. Hau zu. Ja, da dazu gehauen. Zack und ab. So. Jetzt läuft er wieder wie so ein aufgeschrecktes Huhn. Weg mit den Beinchen. So. Eins. Zwei. Drei. Roms. Bist du jetzt tot? Boah, der gibt ja gar nicht auf. Richtig genau vor dem.
Tschö. Ich geh da mal. Alter. Ist das ein Kampf? Da muss man echt Ausdauer haben. Was macht er? Was jetzt? Achso, er beschwört noch die Drecksviecher hier. Die ich mich mal absolut nicht interessiere. Was? Alle tot? Also irgendwie macht der Kampf Spaß. Ich finde den geil, den Kampf. Auch wenn ich ein bisschen Angst vor dem Viech habe, aber er macht riesig Spaß, der Kampf. Der beste Bosskampf bisher. So. Rams! Das letzte Ärmchen ab. Wobei, nee, er hat noch eins. Boah, ist der Kampf spannend. Da hast du jetzt mal genug, Mann. So, hau zu. Tu, was du am besten kannst. Daneben hauen. Und zack. Jetzt kann man auch jetzt schon die Beinchen abhauen. Hehehe. Zack. Bam. Stirb. Oh Gott, da kommt da jetzt noch eine Phase, in der man dem den Kopf abhauen muss. Boah, Leute. Der Kampf war heftig, aber er war geil. Er war richtig geil. Und da ist der Herzcontainer. Wohlverdient, möchte ich meinen. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Ja, wir wissen, was das macht. Oh yeah! Yay, wir haben ihn erledigt. Wir haben ihn erledigt. Schade, in dem Dungeon war kein Herzteil. Vielleicht war das aber auch das einzige Herzteil damals in dem einen Dungeon da. Was es überhaupt in einem Dungeon gibt. Weiß ich nicht. Kann sein. Oh, da war ich ein bisschen zu voreilig. Aber der Kampf, der war wirklich richtig geil. Der hat riesig Spaß gemacht. Auch wenn er heftig war, der Kampf, ich sehe den als Belohnung an. Für den teils doch nervigen Dungeon. Und da haben wir sie, die erste Flamme. Schön in grün, gefällt mir. Gebiete, das Schwert. Ja, okay. Wow. Der Effekt sieht cool aus. Farores Flamme hat ein Schwert gestärkt. Seine Klinge ist gewachsen. Und es ist schärfer als je zuvor. Yeah! Angriffspower up! Geil! Wir machen mehr Schaden! So episch! Yeah! Na nö. Was hat er denn jetzt? Ah, okay. Gestärkt durch die göttliche Flamme ist dein Schwert gewachsen, Gebieter. Mhm.
Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück in die Stätte der Lieder. Ja, das werden wir dann tun. Demnächst. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Speichern das Spiel. Dann sehen wir uns noch die Cutscene an. Falls es eine gibt. Ja. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Ja, so klein ist er auch wieder nicht. Aber noch weißt du, die volle Kraft deines Schwertes nicht einzusetzen. Du musst weiter lernen. Dein Geist muss wachsen. Bis bald. Schwupp. Tüdelü. Jawoll. Haben wir auch noch großes Lob vom Wasserdrachen bekommen. Der Wasserdrache Phyron. Mhm. Hier können wir wieder speichern. Wunderbar. So Leute. Ein doch am Anfang nerviger Dungeon hat uns mit einem wundergeilen Bosskampf belohnt. Ohne Spaß, das war tatsächlich der beste Bosskampf, den ich bisher in diesem Spiel gesehen habe. Hat riesig Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass die nächsten auch ähnlich gut werden. Nun gut, wir haben unser neues Ziel, die Stätte der Lieder. Und da gehen wir dann in der nächsten Folge hin. Bis dahin, ich mach's gut und ihr macht's besser. Ciao.